der Damm zur Insel Reichenau. Was da entgegenkommt, sind keineswegs zwei Radfahrer auf gewöhnlichen Zweirädern. Der fahrbare Untersatz ist der Clou der Bikerszene, die Hoffnung für den Umsatz der Fahrradbranche. Kurz, die Radfahrer sitzen auf E-Bikes, Elektrofahrrädern oder Flyern. Bei den E-Bikes gibt es die Energie aus einem Akku, der einen Elektromotor betreibt. Je stärker man selbst in die Pedale tritt, desto mehr Energie wird abgerufen. Je mehr man strampelt, desto größer ist die Hilfskraft des Elektromotors. Da fliegt man dann förmlich selbst steile Berge, wie hier im Schwarzwald, hinauf. Nur ganz ohne eigene Kraft geht es natürlich nicht. Nee, das ist schon noch ein bisschen Arbeit. Auch bei Nummer 4. Also ich habe jetzt den höchsten Zusatz. Natürlich kann man die Stärke der Unterstützung je nach Sportlichkeit vergrößern oder vermindern. Ehrlicherweise sei angemerkt, eigentlich nutzen alle E-Biker die maximale Unterstützung. Wenn schon, denn schon. So ein E-Bike ist zulassungsfrei, da es nur Energieunterstützung liefert, wenn der Radfahrer selbst in die Pedale tritt. Pedelec heißt so ein Fahrradformat richtig. Pedal Electric Cycle. Wichtig ist dann nur noch, dass man rechtzeitig den leeren gegen einen vollen Akku austauscht. Ich kann ihn so rausnehmen. Der Akku hat jetzt, man sieht es dann an der Ladeanzeige, der hat jetzt noch zwei Leuchten, die aktiv sind. So ein Pedelec ist nicht billig. Man kann es aber auch ausleihen und dann damit auf Tour gehen. Und kann von einer Akku-Wechselstation zur nächsten fahren. Er bekommt dort jedes Mal einen frisch aufgeladenen Akku und hat so eine Reichweite hier im Schwarzwald von über 500 Kilometern. Das sollte auf einer Fahrradtour für einige Tage reichen.